Ballerum auf der Daytona, oben ohne, weil ich diese Show mag. Bin der Realste, wenn ich sag, ich bin Soldier, du bist Poser. Definier mal dein Leben per Insta, generier deine Klick-Hypes, du Bitcher. Für den Klick ziehst du blank wie in Strip-Bars. Wenn du so freizügig bist, sag mal Kitzler. Sicher, bin ich mir da sicher nicht? Lass mal alles hinter mir, bevor es mich erwischt. Von Snapchat-Post zu Snapchat-Post, schick mal ein Unterwäsche-Foto, dann Sex-Tape-Blows an die besten Bros und Blackjack-Hosts. Ich hab den Text über Bali, dann ist Jetlag-Flow. Teile Nackt-Pics von der letzten Auslandsreise, aber bitte zeig es keinem, das war eine Ausnahmsweise. Das ist gut. Das ist Booty Call. Okay, wir machen Groupie Love, aber sag dabei die Louboutins. Okay, das ist Booty. Das ist Booty Call. Okay, wir machen Groupie Love, aber sag dabei die Louboutins. Ein Pick reicht für einen Bitchfight und danach wird gebettelt wie um Pick Likes. Denn das einzige im Business, was mich treibt, ist, wenn ich dick zeig, wie viel ich Klick Hypes. Also Bitch, schweig, komm runter, blow my mind. Dieses One-Night-Sending, das ist voll dein Style. Ich bestehe immer drauf, dass sie den Ausweis zeigt, denn über 18 geht alles. Ja, 18 geht alles. Also wie gesagt, Baby, bring mir Ausweis mit. Ich hab ihn eben schon erwähnt, Shorty block mein Dick. Jetzt ist Showtime-Shit, ich will den Booty-Call und dann direkt bei der Hotline von Groupie Love. Groupie Love. Von Hotspot zu Hotspot, teile Nackpics per WhatsApp und Dropbox. Dieses Instagram-Ding ist wie ein Softporn. Softporn, gib mal Popcorn. Das ist Booty. Das ist Booty Call. Okay, wir machen Groupie Love, aber sag dabei die Louboutins. Okay, das ist Booty. Das ist Booty Call. Okay, wir machen Groupie Love, aber sag dabei die Louboutins. Gib mal einen Kommentar für deine Follower. Okay, ich liebe dich, Baby, für deinen Bombenarsch. Ach, und danke, dass du letztens bei meinem Konzert warst. Yeah, bon visage. Und so fliegen die Likes auf die Pics. Insta-Regel, mehr Likes, mehr Dicks. Also zieh doch mal dein Kleid aus, so Snitch, denn der Mac macht jetzt einen Phone-Check. Life is a bitch. Und so feiern sich die Leute nur, weil sie bei Instagram übertrieben viele Likes haben. Doch ich sag euch, hier im wahren Leben sind die meisten dieser kleinen Influencer einsam. Kein Spaß, kein Spaß. Die sind nicht rich as fuck. Safe, die sind richtig schwach. Die machen höchstens bitch as fuck, okay? Das